Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen zu Tag 3 des Weihnachtskalenders. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, im heutigen Video geht es wieder um meine Favorite Pieces der Woche. Ich habe das Ganze in diesem Video auf Jacken reduziert. Also ich habe passend zum gestrigen Video Jacken rausgesucht. Sind leider keine 10 Stück geworden, sind nur 8 geworden, aber trotzdem, ihr werdet schon sehen, sind sehr, sehr coole Pieces dabei. Und ich will auch gar nicht lange drum rumreden, dementsprechend fangen wir einfach mal an. So Leute, hier haben wir Jacke Nummer 1 und welcher Shop ist es geworden? Mango Man, ihr kennt das Ganze von mir. Ich weiß, nicht viele Fashion-Influencer setzen auf Mango Man, aber ich glaube, die sind sehr solide, die Sachen. Beziehungsweise ich weiß, dass die Sachen sehr, sehr solide sind. Und da lohnt es sich wirklich, immer wieder reinzuschauen. Die Sachen sind unbranded, sie haben sehr coole, neutrale Schnitte und dementsprechend habe ich auch hier wieder eine coole Jacke gefunden. Natürlich, 100 Euro ist nicht ganz so günstig, aber ich denke auf jeden Fall, dass es ein sehr cooles Piece ist und man bekommt sowas nicht an jeder Ecke. Ihr habt oben diesen gefütterten Kragen. Ich kann euch schon mal vorwegnehmen, das wird bei der Jacke so sein und ihr seht diese Knöpfe daran, dass man das Ganze abmachen kann. Also man kann das Ganze auch ohne dieses Fake-Schafsfell auf jeden Fall tragen. Ich finde dieses Weiß-Schwarz-Grau sehr nice, kommt meiner Sanno Paris-Jacke vom gestrigen Video sehr, sehr nah. Und hier seht ihr das auch, ich habe es mir noch gar nicht richtig angeguckt. Hier hat derjenige das, hier haben die das gezeigt, dass man das auch abmachen kann. Wie gesagt, finde ich sehr cool, die Variante, dass man das mit und ohne tragen kann. Und ohne, glaube ich, gefällt mir die Jacke sogar noch besser. Aber man hat halt die Option, auch mit diesem Schafsfell zu tragen. Das ist ein Schafsfell-Imitat. Ja, wie gesagt, wer das Ganze tragen oder kaufen möchte, alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox, sind verlinkt. Und ja, das ist auf jeden Fall Jacke Nummer 1. Machen wir weiter mit Jacke Nummer 2 und Jacke Nummer 2 ist gerade im Sale. Und zwar ist das eine Art College-Jacke von Maison Kitsune. Ist eine französische Marke und die sind dafür bekannt, dass sie immer diesen, ich sag mal, diesen Fuchs, man sieht das hier auch so ein bisschen als Logo haben, diesen französischen Farben. Ist eine sehr coole Marke, muss ich sagen. Mir gefällt das sehr gut und ich fand die Jacke echt nice für den Preis. Sehr cool, sehr dezent. Die Farbe gefällt mir extrem gut. Und ist hier gerade auch so dieses typische Saint Laurent-mäßige Jacke, wie viele Marken das nachgemacht haben. Sieht natürlich auch nicht allzu dick aus. Ihr seht das Ganze, sieht wirklich nicht dick aus. Also nicht überideal für den Winter. Aber ich denke mal, den einen oder anderen Schnapper, weil das Ganze im Sale ist, kann man schon mal mitnehmen. Größentechnisch sind fast alle Größen ausverkauft. Aber ich kann euch sagen, ihr kriegt das nicht nur in dem Shop. Ihr werdet die Jacke auch noch in anderen Shops bekommen. Deswegen, falls ihr sowas sucht und ihr findet das über meinen Link nicht mehr, googelt das Ganze. Ihr werdet wirklich bei anderen Shops noch fündig, weil das jetzt nicht die mega krass gehypteste Marke ist, aber eine gute, solide Marke. Machen wir weiter mit Jacke Nummer 3. Jacke Nummer 3, finde ich, ist einfach mal was anderes. Machen wir weiter mit Jacke Nummer 3. Jacke Nummer 3 habe ich bei ASOS gesehen und zwar ist diese Jacke von Topman. Ihr habt ja quasi eine Jacke so in so einer Art, ja, Fell bzw. Haarmuster. Ich finde den Farbton sehr cool. Ich mag dieses braun-beige, cremefarbene extrem. Ist natürlich auch, wie das Ganze gestylt wird, wirklich on point. Diese Cremefarben zusammen kombiniert, Brauntöne, sehr, sehr nice. Und ja, wer sowas sucht, sowas findet ihr gerade bei ASOS. Größentechnisch ist noch alles am Start. Natürlich, wie gesagt, 100 Euro sind 100 Euro, müssen wir nicht um heißen Brei drum herum reden. Aber wer sowas haben möchte, finde ich, ist eine sehr, sehr geniale Jacke. Machen wir weiter mit einer Jacke, die mir ganz besonders ins Auge gestochen ist. Und zwar ist das eine Jacke, die es gerade noch nicht gibt, aber sie ist auf Coming Soon. Das heißt, diese Jacke kommt in kürzester Zeit bei Zara online. Und ich muss sagen, diese Jacke finde ich als Puffer Jacket extrem nice. Die haben es natürlich auch perfekt gestylt. Ich finde, wie das Ganze mit diesem cremefarbenen Pullover, dazu diese cremefarbene Hose, die Schuhe, alles Ton in Ton. Aber die Jacke, wie ihr seht, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und cremefarben, bisschen crop geschnitten, wirkt auf jeden Fall mega fluffig, sehr, sehr nice. Wie gesagt, ich würde, wenn die rauskommt, auf jeden Fall auch zuschlagen. Zumindest mal bestellen, mir die Jacke anschauen. Ich habe mich da schon eingetragen per E-Mail. Und ja, wenn die Jacke auf jeden Fall kommt, werde ich da auf jeden Fall mit am Start sein. Was mir nicht übertrieben gut gefällt, aber in Ordnung, ist der Kragen. Wie ihr seht, der ist so ein bisschen höher. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr nice. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Vor allem dieses Ton in Ton. Kommen wir zur nächsten Jacke. Und die nächste Jacke ist eigentlich dieses typische Wintermuster. Ich habe
die gefunden bei Urban Outfitters und ich habe sie einfach mit reingenommen, weil es einfach mal was ganz anderes ist. Man sieht relativ wenig Leute damit in Deutschland rumlaufen, aber ich kann euch sagen, es ist ein sehr gängiges Muster in den nordischen Ländern und ich finde, sie hat auch was. Ich weiß nicht, ob ich es mir unbedingt kaufen würde, aber ich fand sie sehr cool. Also vielleicht gefällt es dir dem einen oder anderen. Und zwar hat die diesen, ja, ich kann es nicht mal benennen, wie das Muster heißt, aber sie hat so einen Arbeitsjackenschnitt und wirkt auch sehr dick, wirkt auch wirklich nicht dünn und ich denke, die ist für den Winter eigentlich so als Übergangsjacke, so für die nicht allzu kalten Wintertage auf jeden Fall gut geeignet. Wie gesagt, ist eine Geschmackssache, aber ich finde sie nice und ist auf jeden Fall mal was anderes. Bisschen Farbe, ein bisschen Muster bekennen, kann man in einem Outfit auf jeden Fall mal cool kombinieren. Generell werdet ihr bei allen Jacken, bis auf die ein oder andere, viel Muster sehen. Ich habe viele Musterjacken mit rausgenommen, weil im Prinzip, ich kann das Rad auch nicht neu erfinden. Ich habe natürlich nach Jacken gesucht und ich könnte euch jetzt auch die zehnte Standard-Down-Jacke zeigen, die ihr an jeder Ecke bekommt. Und das Ganze will ich halt einfach nicht. Ich möchte schon irgendwelche Special Pieces mit reinpacken und dementsprechend habe ich einfach mal ein paar Musterjacken. Kommen wir zur nächsten Jacke und die nächste Jacke ist so eine Art Mixjacke. Ich würde sagen, schon was ganz Besonderes. Hat außen dieses Paisley-Muster einmal in so einer Teddy-Optik. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und auch hier ist wieder die Variante, hier zeigt auf jeden Fall damit, ich sag mal, so ein bisschen Muster. Ist nicht mega krass alltagstauglich, aber ist auf jeden Fall eine coole Jacke. Sieht ziemlich chillig aus und sieht auch auf jeden Fall, ja, mega. Also mir gefällt sie auf jeden Fall. Hat einen coolen Schnitt, ein bisschen länger geschnitten, in dem Fall nicht allzu cropped, aber wie ihr seht hier, größentechnisch ist auch noch einiges am Start. Also wer sowas sucht, warum nicht? Ist auf jeden Fall mal eine coole Variante. Kommen wir zur nächsten Jacke. Und die nächste Jacke habe ich bei Zalando gefunden. Und zwar ist sie von Samsö und Samsö. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich war mir jetzt im ersten Moment nicht sicher, ob das wirklich ein Hemd ist oder eine Jacke. Aber ich habe mir das Ganze angeschaut. Und es sieht auf jeden Fall wesentlich dicker aus als ein Hemd. Selbst wenn, ist das wie so eine Hemdjacke. Ist auf jeden Fall auch sehr nice vom Colorway, vom Muster. Muss man natürlich auch angezogen und stiltechnisch auch kombinieren können. Aber auch die Variante finde ich sehr nice. Wie ihr seht, 145 Euro für so eine Hemdjacke. Ist auf jeden Fall kein Schnapper, aber ist auf jeden Fall ein Unikat, ein Einzelpiece, was ihr, ich sag mal, jetzt nicht in jedem anderen Shop nachkaufen könnt. Dementsprechend, wenn ihr sowas sucht, checkt das auf jeden Fall ab. Finde ich sehr, sehr nice. So Leute, und dann kommen wir zur letzten Jacke und die letzte Jacke, da muss ich die Credits an den YouTuber Yadi rausgeben. Ich habe das bei ihm in seinem Video gesehen und ich muss sagen, die Jacke hat mir extrem gut gefallen und da nicht jeder seine Videos schaut, habe ich gedacht, komm, ich nehme das mit rein. Ist eine College-Jacke und zwar von Lacoste und das Ganze gibt es in der Frauenabteilung, aber ich finde sie sehr, sehr, sehr nice. Die Farbe bis auf das also die Farbe in Kombination mit dem Logo und hinten nochmal draufstehen, das gefällt mir extrem gut und man kann das in seinem Video auch sehen, wie ihr das Ganze fittet. Wirklich eine sehr, sehr nice Jacke. Ist natürlich auch kein, also überhaupt kein günstiges Piece, 420 Euro, aber ist natürlich auch eine Lacoste-Jacke. Ihr zahlt dann natürlich auch eine Brand, die auf jeden Fall, ja, nicht allzu günstig ist, aber auch ein Name ist, der wirklich bekannt ist. Größentechnisch würde ich euch empfehlen, die größte Größe zu nehmen. 42 und 44 sind auf jeden Fall schon ausverkauft, aber ich glaube, ich habe in seinem Video gesehen, dass er selber Größe 40 trägt und er ist so, auch so ein normaler Typ und bei ihm sitzt die auch sehr, sehr nice. Also wie gesagt, mit einer Größe 40 müsstet ihr auf jeden Fall zurechtkommen. Wenn nicht, kann man das Ganze natürlich noch easy zurückschicken. So Leute, das war es auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen. Wie gesagt, die Jacken meiner Meinung nach sind sehr nice. Natürlich auch sehr auffällig. Sind keine, ich sag mal, Standardjacken, die ihr an jeder Ecke bekommt. Aber ja, wie gesagt, mir gefallen sie. Ist die Frage, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Auch für heute habe ich mir wieder eine Kleinigkeit überlegt, weil 3. Advent, so weit sind wir leider noch nicht. Dann hätte ich schon viele Videos gemacht, aber 3. Dezember und heute würde ich an euch auch wieder eine Kleinigkeit verlosen. Ihr kennt das Ganze. Wie gesagt, folgt einfach dem Kanal und lasst gerne unten einfach einen Kommentar da. Damit seid ihr schon, ihr braucht dieses ganze Hashtag-Gewinnspiel einfach nicht mit reinnehmen. Wenn ihr einen Kommentar da lasst, irgendwas Nettes schreibt, würde mir schon mitgeholfen sein. Dann würdet ihr schon für das Gewinnspiel beteiligt sein. Und ich verlose einen 20-Euro Zalando-Gutschein, den ihr dann beim nächsten Einkauf verwenden könnt. Ja, Leute, ich bin dann wieder raus. Wir sehen uns morgen wieder. Schön, dass ihr am Start wart. Peace.